Leute, heute bin ich mal aus einem anderen Fahrzeug wieder. Alter, ich krieg dein Grinsen nicht mal aus den Backen. Es ist echt schon ein geiler Wagen. Ich zeige euch das mal. Wenn ich das mal so drehe hier, dann könnt ihr, glaube ich, mal sehen, was das für ein Auto ist. Ich mache gleich mal nochmal ein paar Videos von außen. Also ich habe jetzt leider nur mein Handy dabei, weil das eine spontane Probefahrt war. Ist echt der Sound für Serie. Ich dachte, ich spinne, ey, als ich den Wagen angemacht habe. Könnt ihr hören, Alter, das ist echt einfach nur krass, ist das nicht dreh am Rad. Ach, das Männer und Autos, boah, der Sound, Alter, das ist echt nicht normal, boah. Das ist echt nicht normal. Ich muss so lachen. Das ist echt so geil. Oh mein Gott, ey. Ach, das Schwede. Der röhrt wie Hammer. Das halt wird man eben. Der knallt voll raus, du. Alter Schwede, oder? Leute, das ist krank. Das ist einfach nur krank. Er macht super viel Spaß. Und ich weiß auch nicht. Ich muss erstmal klarkommen. Ja, ich zeige euch gleich nochmal. Alter Scheiße. Mein Gott, ey. Dass Jaguar das so hinkriegt, wo, dass das erlaubt ist, das ist doch krank. Oh nein. Die halten mich alle für bescheuert. Mal eben weiter, dann melde ich mich gleich nochmal. Ciao. Jetzt kommt eine Wand. Die ganzen Leute haben mich echt für bescheuert, wenn die mich sehen. Oh mein Gott. Also jetzt kommt gleich Tunnel. Machen wir einen vierten Gang. Warte mal. Hört das? Jetzt kommt dritter Gang, zweiter Gang. Alter, krass ist das. Das ist einfach krass. Alter, das macht so viel Laune und so viel Spaß, ne? Ey, das ist der Hammer. Ich glaube, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr, ey. Oh, shit. Ja, ich mache nochmal gleich ein paar Aufnahmen von außen. Und ist einfach nur geil. Einfach nur Fun, das Auto. Scheiße. So, wieder mehr los, oder? Das ist echt krank. Das ist krank, Alter. Dass du das so legal kriegst, oder? Das ist, ich fass es nicht, wie Jaguar was macht, oder? Aber das ist einfach nur geil. Oh, ist das geil, ey. Oh, Scheiße, ist das laut. Scheiße. Alter, fuck. Mein Gott, Leute, das ist so geil. Wer ein bisschen irgendwie Auto bekloppt ist, der muss den Wagen fahren, Alter. Das ist, knallt hier nur. Ey, ihr müsst den Probe fahren. Ey, das geht nicht. Ihr müsst das auf jeden Fall machen. Fertig.
haben wir auch eine, das ist ein kleiner mit Moped, ein 80er oder so ist bei uns. Und der hört das die ganze Zeit. Das fahren das Auto. Leute, macht unbedingt eine Probe, weil eben, das ist der Hammer. Weißt du, ich bin ja schon viele Autos gefahren, oder? Echt viele. Und der M3 macht auch super viel Laune. Aber vielleicht liegt das daran, dass das jetzt hier das Cabrio ist. Und du kriegst ja alles viel mehr mit. Den ganzen Sound, die ganzen Fehlzündungen. Und das ist echt so, so geil, ey. Oh nein, Hammer. Scheiße. Das ist einfach pervers, ehrlich. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Alter, das geht gar nicht. Also ich sehe jetzt hier, der hat 12,7 Liter Durchschnittsverbrauch, der V8. Und es ist ja einfach nur Hammer, oder? Vom Verbrauch. Also ich habe das Radio ausgemacht. Das Radio braucht keine Sau, du. So, jetzt einmal ein Stückchen Autobahn. Das ist einfach nur geil, einfach nur geil. Ich drehe am Rad hier. Okay. Alter Schwede. Also meine Haare sind doch schon ein bisschen durcheinander. Autobahn, ich war jetzt 130 und ich sehe aus wie in der Steckdose gepackt. Also man kann schon fahren, aber wenn ihr jetzt mehr Autobahn fahrt, dann will ich auf jeden Fall entweder nicht so schnell fahren oder Verdeck runtermachen, oder? Aber scheißegal, das Auto ist einfach nur geil. Oh shit, wir fahren noch ein bisschen weiter. Ja, das ist einfach, du kannst den ganzen Tag rumfahren, wenn du so Auto bescheuert bist. Wenn du Auto bekloppt, sag ich mal mit dem Sound. Alter, es ist. Ja, bin ich noch mal. Oh geil. Alter. Das ist schon lange her, dass ich ein Cabrio gefahren bin, oder? Das letzte Cabrio war E36 325 Cabrio damals. Und das war schon geil, da, aber das ist ja kein Vergleich jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Einfach nur Hammer. Hammer, Hammer. Einfach nur geil. Also, Föhn brauche ich nicht mehr. Da vorne sehe ich eine M4-Coupé. Schade, dass er nicht hier neben uns ist. Aber wir fahren dann einfach. Seht ihr vielleicht? Hintergrund? Alter Leute, es ist wie Achterbahn. Einfach nur fahren, Sound, Sonne, alles andere ist scheißegal, du. Komm, jetzt hier mal. So Leute, ich habe jetzt mal die Auspuffklappe nicht an, also die Klappen zu. Und wollen wir einfach mal so gucken, wie man dann, ob man auch normal fahren kann. Weil das ist ja auch wichtig, weil du willst ja nicht nur immer die ganze Zeit rumdüsen und dann geht das ja auch irgendwann auf den Sack. Dafür sind die Auspuffklappen ja ganz gut. Na, jetzt gucken wir mal. So, dann fahren wir mal weiter. Also dieses, das heißt Fehlzündung, dieses Klappenpeitschen und so, das ist natürlich jetzt nicht mehr da. Aber das ist ja auch nicht schlimm, dafür ist der Knopf ja da, oder? Wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre. Ist alles okay. Ja, siehst du, man kann auch leise und entspannt fahren. Ich mach die Klappe mal wieder auf.
Es sind da gerade bei mir welche hergelaufen. Ja, die haben sofort gesagt, Angeber. Also, das ist natürlich, mit dem Auto provozierst du auch. Ob du willst oder nicht. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Ich bin jetzt auch leise gefahren, habe gar nicht laut gemacht. Weißt du, da kommen ja so Sprüche, Angeber. Ich war so, naja, ich glaube, die gibt es ja immer wieder. Oder? Schon wieder. Ihr könnt es hören, die Klappen sind offen. So. Ja, das ist schon echt anders, Jungs. Wenn ihr mit dem M3 ist ja auch schon was Besonderes, so. Aber es gucken nicht so viele Leute wie bei dem Jaguar, obwohl ich jetzt auch nicht Bretter hier, ich bin da ganz normal gefahren jetzt. Es muss einem schon gefallen, so, dass man auffällt. Also das ist schon klar. Aber wie ihr sehen könnt, mir gefällt es. Ich habe da echt kein Problem mit. Ich hoffe, das kommt ganz gut rüber auf dem Video, weil ich habe jetzt kein Mikro. Das war jetzt alles spontan. Aber ich glaube, den Auspuff-Sound, also wenn ihr den nicht hört, dann weiß ich es auch nicht. Du. Das Plappern, Alter, ist so geil. Ich hoffe, ihr hört das jetzt dann eben halt. Alter, das ist einfach nur geil. Der brabbelt so vor sich her, ey. Das ist echt der Hammer, ey. Das Radio. Alter, das Radio muss aus. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen mit der Mitnahme, mit der Probefahrt im Jaguar F-Type R. Hat jetzt ist ein gebrauchter eben halt, hat 495 PS. Und alle haben gesagt, fahr den mal Probe, weil du stehst auch auf den Sound. Und ja, ihr habt recht gehabt. Also das Auto macht einfach nur Fun. Du kannst auch normal fahren und ruhig fahren. Die Federung ist so ein adaptives Dämpfungssystem drin. Wie bei meinem M3, bloß das ist hier automatisch drin. Also das kannst du jetzt nicht selber einstellen, habe ich jetzt jedenfalls nicht gesehen. Kannst du mal fahren, cruisen und musst nicht immer ballern, aber das Auto verführt einfach. Der Sound ist einfach zu geil. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo natürlich auch. Ja, lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Oder? Alles klar, in dem Sinne sage ich mal, ich gebe noch mal Gas. Moment. Sag ich mal, bis die Tage, Jungs. Der geht schon wieder weg mit dem Marsch. Alles klar, Jungs. Bis dann. Haut rein. Ciao.